pures Wahlkampfgetöse, pure Sonntagsreden, pure Lüge und pure Heuchelei. 5 Wochen vor der Nationalratswahl geht der österreichischen Volkspartei, die seit dem Jahr 2000 den Innenminister stellt, also seit 24 Jahren, dahinter auf Grundeis. Das heißt, die Wähler laufen in einen Schaden davon. Sie selbst als ÖVP haben die Islamisten, die Terroristen importiert. Sie selbst haben 2015 und darüber hinaus den Zuwanderungstsunami nach Österreich, nach Europa zugelassen. Und nun werden sie von der bösen Tat in Wahrheit bestraft, weil wir eben sehen, dass Österreich ein Land des Einzelfalls geworden ist, dass Österreich ein Land des Sozialmissbrauchs geworden ist und dass Österreich ein Land der Terrorgefahr geworden ist. Und nun versucht dann nach dem Motto, am Abend werden die Fallen fleißig, die ÖVP, hier einige ihrer neuen Forderungen in die Waagschale zu werfen des Wahlkampfs. Und das fragt sich eigentlich, warum sie das die letzten 24 Jahre Dauerregierung der ÖVP, Kanzlerschaft der ÖVP, Innenministerschaft der ÖVP niemals umgesetzt haben. Das heißt, es ist eine reine Augenauswischerei, die den Österreicherinnen und Österreichern serviert wird. Ein Vorteil hat es, es ist Ferragosto, die meisten sind auf Urlaub und können das Trauerspiel Gott sei Dank nicht genießen. Weil wenn man sich den Plan ein bisschen anschaut, der jetzt schon bekannt ist, dann ist ein Thema davon Terroristen wegsperren, wo man sich natürlich die Frage stellt, ja, welche Möglichkeit gäbe es denn sonst, oder? Er sagt, er möchte Möglichkeiten schaffen, Radikalisierte aus dem Verkehr zu ziehen. Besser wäre es, oder? Ja, wenn der Herr Innenminister der Meinung ist, mit der Wünschelrute durch das Land zu ziehen und zu glauben, dass irgendwelche terroristischen Wasseradern unter möglichen Extremisten ausfindig zu machen sind und daraufhin die Physiognomie eines Terroristen erkennbar wird, dann ist der Innenminister bestenfalls ein Idiot. Aber das will ich ja nicht behaupten. So weit gehen wir nicht. Ich gehe davon aus, dass die ÖVP selbst erkannt hat, dass sie die letzten 24 Jahre die Terroristen in großem Maß ins Land geholt hat. Das war die ÖVP, die auf jeder Islamistenhochzeit herumgetanzt hat und sich angebietet hat. Nun holt sie eben die eigene grausame Vergangenheit ein. Folgendes ist, wir können natürlich nach mehr Sicherheit schreien, wir können nach neuen Gesetzen schreien, wir können nach der totalen Überwachung schreien, nur wer aufgrund der Sicherheit die Freiheit opfert, wird am Ende beides verlieren, lautet ein sehr altes und gutes Zitat. Das heißt, es ist die Wurzel zu bekämpfen und nicht das Symptom. Die Wurzel ist, dass wir die letzten Jahrzehnte ausschließlich aus muslimischen Ländern Menschen importieren, im großen Stile. Nein, nicht alle Muslime sind Terroristen. Nein, nicht alle Zugewanderten sind Kriminelle. Ganz im Gegenteil, da gibt es sehr viele, die hochanständige Mitglieder unserer Gesellschaft sind, einen wertvollen Bestandteil liefern. Aber wir haben die letzten 20, 25 Jahre es in Kauf genommen, dass wir zu viele, sehr viele, unerträglich viele mit ins Land gelassen haben, die sich gegen unsere Freiheit, gegen unsere Sicherheit, gegen den Rechtsstaat, gegen die Säkularisierung unserer Nationen, gegen Europa, gegen die Grundwerte stellen. Was ja auch klar ist, der Islam ist von seiner Grundbauweise her eine Religion, die ja die Aufklärung nicht mitgemacht hat. Das heißt, sie ist irgendwo im Mittelalter hängen geblieben. Und wenn man sie eben so auslegt, wie sie von manchen ausgelegt wird, dann ist sie invasiv, dann ist sie aggressiv. Das muss man am heutigen Punkt auch einmal klar und deutlich sagen. Mich wundert, dass die ganzen islamischen Verbände dazu nicht sagen, dass in Wahrheit die Standesvertreter des Islam in Europa dazu vornehm schweigen und nicht ihrerseits auf ihre Community einwirken, dass eine solche Gefahr, die eindeutig religiös, eine religiöse Verortung hat, dass diese Gefahr nicht gebannt wird.